Herzlich willkommen zu Mary's Vlog. Ja. Yo, Digi, was geht? Was geht ab, Leute? Spendi wird jetzt großer Künstler, ich schwör's euch. Das ist Ace and Spendi am Netz. Yamagini Chain. Warte mal, was meine Essentials sind. Alright, Kopfhörer, Tattoo-Maschine, vielleicht noch so ein Comic, Schokolade, Schmuck, Alkohol, Kaffee, Haargummi, JK. Ach, ich dachte J.K. Rowling oder so. Alter, hat der einen Weichzeichner drauf. Was hast du gesagt? Hat der einen Weichzeichner drauf. Der ist so von Natur aus. Botox for you? I strongly recommend. 19? Highly recommend you Botox. Hey Chris, kriegst du es hin? Das war ja ernst. Deinen haben wir nicht vergessen. Ach, wieso machst du sowas, Stefan? Oh Gott, Mary, ist das eine Lehrerin. Wir lernen jetzt das Plusquamperfekt. Perfekt. Boah, wie schlecht siehst du. Mary hat mal wieder ihre Vlogkamera hier liegen lassen. Leute, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Am Montag eröffnen wir einfach unser Berliner Studio Gon Tattoo Berlin. Wir sind in Berlin Mitte in der Gipsstraße 15. Wild auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr geil. Wer, wann am 15.? Nee, das Opening in Berlin. Ach, das meinst du. Es wird auf jeden Fall auch geil. Aber ja, das 15. Juli wird noch krasser. Da haben wir Walk-in Day. Hello, hello. Stefan tätowiert heute Jax mit einer Spulenmaschine. Ich glaube, er will das machen anhand eines YouTube-Videos und ausprobieren, wie weit er damit kommt. Und ich bin dann der Profi sozusagen, der da hinkommt und erstmal einen Nervenzusammenbruch kriegt. Was ist Regel Nummer 1 für Abziehbild drauf machen? Das macht im Liegen auch ganz viel Sinn, ne? Das ist Dennis als Wurm, gestochen von auch Stefan. Stefan ist einfach Wurm-Tätowierer. Der ist ja richtig groß! That's what she said! Das Tattoo ist jetzt fertig, Jax, bist du happy? Mary, drunk auf Clip, Not. Nein! Happy Mary! Happy Mary, ja! Bitte! Happy Mary! Wir sind so cute zusammen. Darf ich bitte haben? Wer geht dir fremd? Geschert sie. Ich respektiere das auch wirklich. Ich krieg gleich ein Tattoo von Silas. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, weil... Mary kann nicht richtig reden. Ich bereite jetzt den Platz vor, wie die brave Mitarbeiterin, die ich bin. Ich bekomme wahrscheinlich so an die Seite von meinem Bein oder hinten, weil ich habe einfach hinten gefühlt keine Beintattoos. Ja, Bao hat in dieser Schriftart schon ein Tattoo von Silas bekommen. Sieht richtig, richtig geil aus. Ich feier's übelst. Let's go. So satisfying. Größe wäre schon perfekt. So ein bisschen kleiner. Ja, nur die Frage ist, ob es da dann Sinn macht. Wenn wir es kleiner machen, dann müssen wir es eigentlich um einiges kleiner machen. Wir anfangen. Mach einmal davon und einmal davon eine Kopie. Es ist schon cool. Ich mag die große eigentlich sehr. So. Ja. Aber vor dem Tätowieren erstmal. Mangles. Und Schmerzskala? Was schon eine solide 7. Ich werde sterben! Mi, I'm sorry, macht sie. Okay. Outlines haben wir schon mal geschafft. Hier unten drinnen. Tut so weh. Meanwhile. Bitte guck mal, was angekommen ist. Hydrate yourself. Feeling awesome. Never say never. Oi, 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 oi. Never say never. Hey girls, it's my new water bottle. Das muss, das muss. Ich habe euch noch gar nicht mein fertiges Tattoo von Silas gezeigt, das definitiv das schmerzhafteste Tattoo war. Nicht mal Knie war so schmerzhaft wie das. Also Knie, Kehle, top wirklich alles. Wallah, Krise. Es ist Freitag. Bin übel verpeilt, mein Hirn. Hallo, Gehirn, funktioniert.
Tammy Jax, wir haben ein Problem. Das Tattoo, was ich gerade gemacht habe, war das einzige Tattoo, was ich diese Woche mitgefilmt habe. Und ich habe vergessen, das Tattoo am Ende nochmal zu zeigen. Meine Damen und Herren, vor dem Bildschirm zu Hause sind wir raus. There it is. So beautiful. Heute ist es soweit. Das Elixier des Lebens. Live-Reaction von Dennis auf K2. Nachdem du schon so viel davon gehört hast jetzt. Mhm. Ist schon gut, gell? Food-Koma. Manu ist eingeschlossen. Scheiße. Mich hat jemand eingeschlossen. Er war es wahrscheinlich. Ich habe niemanden gesehen. Willkommen in Berlin. Was geht ab, Leute? Wir sind hier in der Gipsstraße 15 in Berlin-Mitte. Die Lage ist unglaublich krass. Erstmal, wie fett ist unsere Linie Rosé Turbo Couch? Ist lit, oder? Hier kommt noch so ein geiler Counter hin, also eine Rezeption. Dann kommen wir hier auf unsere eine von zwei Terrassen, wenn dann einfach schon das erste Tattoo hier gestoppt ist. Ein Ounce. Ein Silber-Ounce. Ein Silber-Ounce wird gestoppt. Hier hast du diese alten Weinkeller-Vibes. Die Akustik ist auch crazy. Hier kannst du ein kleines Konzert spielen. Hey, nice, Leute. Wenn ihr in Berlin seid, kommt vorbei. Tag 3 in Berlin. Wir haben richtig gutes Wetter. Es regnet. Heute ist der Tisch angekommen. Jetzt hat Stefan auch endlich einen Platz, wo er sitzen kann. Ah, wunderschön. Dann gucken wir mal, was die Leute unten so machen. Na, AJ? Jo, was geht ab? Heute ist ein bisschen chilliger. Ben tätowiert einen Teaser. Das sind die zwei Studios nebeneinander. How are you doing? I'm Timor. Scheiße. Noch zu viel. See you next week.